Danke für die frohseligen Bilder. Passend zu meiner Stimmung. Ich meine, das wird Sie jetzt nicht überraschen. Ich hatte einen schlechten Tag heute. Es hat schon angefangen beim Frühstück. Ich sitze beim Frühstück mit meiner Frau. Ich sitze immer beim Frühstück mit meiner Frau. Notgedrungen, ich habe niemand anderen. Und eigentlich war es so ganz unüblich in Wien. Es war tolle Stimmung beim Frühstück. Ja? Und plötzlich sagt meine Frau, so in diese tolle Stimmung hinein, sagt sie, Schatz, probier doch einmal diese Halbfettmargarine. Ich sag, bitte, sag ich, wie bitte? Was willst du von mir? Und sie sagt, naja, die schmeckt aber super gut, diese Halbfettmargarine. Und ich sag, soll ich dir eine knallen? Und sie sagt, naja, dass du nicht so dick wirst. Und ich sag, aha, und wieso? Wieso darf die Katze dick sein und ich nicht? Darauf sie, meine Katze ist nicht dick. Und ich sag, Liebling, die Katze schaut aus wie ein Kugelfisch. Sie ist fett. Sie liegt auf meinen Hemden. Sie macht mir einen Ausschlag. Es ist völlig widersinnig, Liebling, in einer Stadtwohnung ein Tier zu halten, das dermaßen ätzende, stinkende, konzentrierte Würstel herauspresst, wie diese blöde, fette Katze, die du 50 Mal am Tag fütterst, weil du selber nämlich so Hunger hast von deinen idiotischen Diäten. Das ganze Fett, das du dir nicht gönnst, ist auf der Katze oben. Ja, es war dann... Die Stimmung war nicht mehr so. Es war seltsam dann und ich habe mir gedacht, ich frühstück lieber auswärts und gehe runter auf die Straße, denk mal, schaust in den Supermarkt, kaufst du was zum Essen, geh hinein in den Supermarkt, nach 5 Metern kommt der erste Idiot von hinten mit dem Einkaufswagen und fährt mir voll in die Kniekehle hinein, weil die Leute nicht mehr geradeaus schauen können, wenn sie einkaufen. Ich reagiere völlig normal, drehe mich um, schlagen ins Gesicht. Logisch? Der Typ täuscht heftiges Nasenbluten vor und ruft nach der Polizei. Mir völlig egal. Ich gehe zur Kasse, stelle mich seelenruhig an bei der Kasse. Hinter mir formiert sich eine Schlange Rentner. Und die Rentner rufen das, was Rentner immer rufen, in jedem Supermarkt. Sie rufen, Kasse, zweite Kasse aufmachen, zweite Kasse. Ich bin da höflich in solchen Fällen. Ich drehe mich um, sage, gnädige Frau, gehen Sie doch noch vor. Ja, ja, bitte kommen Sie, ich verstehe das. Sie haben nicht so viel Zeit, Sie haben nicht mehr lang zu leben. Die Rentner verfolgen mich mit ihren Regenschirmen auf die Straße hinaus, wo gerade die Polizei ankommt. Ich flüchte vor Rentnern und Polizei auf die gegenüberliegende Straße in einem Baumarkt und war gerettet. Die Polizei hat alles abgeriegelt, alles durchsucht. Sie konnten mich nicht finden. Ganz klar, warum? In einem Baumarkt findet man nie etwas. Probieren Sie etwas zu finden in einem Baumarkt und Sie bekommen die erste Wut. Dann versuchen Sie, wen zu finden, der Ihnen hilft. Und Sie kriegen die zweite Wut. Und dann versuchen Sie das, was Sie gekauft haben, daheim zusammenzubauen und Sie haben die dritte Wut. Mitarbeiter eines Baumarktes registrieren von 100 Meter, ob jemand etwas benötigt. Dann springen Sie in die Heimsauna, Tür zu und kriechen unter den Rindenmulch. In dem Fall war das aber meine Rettung. Nach einer Stunde gehe ich hinaus, die Rentner sind weg, die Polizei ist weg. Aber irgendein Typ steht da bei seinem Auto und ich denke mir, woher kenne ich den, woher kenne ich den? Das ist der, den ich ins Gesicht geschlagen habe. Und er kommt auf mich zu
mit ausgebreiteten Armen und sagt, mein Gott, lieber Herr, ich möchte mich so entschuldigen, ich habe Ihnen von hinten mit dem Einkaufswagen in die Knie bin ich Ihnen hineingefahren, es tut mir so leid, Sie hatten völlig recht, dass Sie mich auf die Nase geschlagen haben, darf ich Sie mitnehmen in meinem Auto? Sage ich ja. Ah, sage ich, Sie haben einen Skoda, schönes Auto. Sagt er, ja, Skoda ist super, Skoda ist VW-Technik und trotzdem viel billiger, sogar mit Sonderausstattung. Ich sag, genau, da haben Sie völlig recht, wer Geld hat, kauft sich einen VW. Wer kein Geld hat, kauft sich einen alten VW. Und wer sehr viel Geld hat, kauft sich einen VW, auf dem steht groß Audi. Wer aber krankhaft geizig ist, geldgierig bis dort hinaus, kauft sich einen Skoda mit Sonderausstattung. In diesen Autos sitzen alle Typen, die haben einen harten Stuhlgang. Ganz klar, weil sie alles haben wollen, aber nie was hergeben. In jedem Skoda sitzen Hämorrhoidenpatienten, blutige Unterhosen, wandelnde Darmkrebsrisikofaktoren, potenzielle künstliche Darmausgänge. Ja, ich bin dann doch zu Fuß nach Hause gegangen, hab dann die Halbfettmargarine probiert, sie war nicht so schlecht. Thank you.